Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ne? Das ist meine Kameratasche, die kennt man. Worum es heute mal gehen soll, ist nicht meine Kameratasche, weil die Kamera steht auf dem Stativ, sondern dieses Ding hier, was mir da hinten so formschön rumhängt. Ne? Das ist nämlich meine neue kleine Waldtasche. Also neu meint sehr, sehr alt, aber für mich, also neu bei mir. Ne? Sehr hübsches Ding. Und da ist jetzt das zugrunde liegende Konzept von dem Teil, dass ich gerne ein eigenes Gefäß haben wollte, wo ich grundsätzlich drin haben möchte Zubehör für einen kleinen Waldbesuch. Was beinhaltet ein kleiner Waldbesuch? Der beinhaltet ein bisschen was schnitzen vielleicht, kleines bisschen entweder ein heißes Getränk oder eine kleine mini heiße Mahlzeit und eine schöne Sitzgelegenheit, gegebenenfalls vielleicht noch einen kleinen Wetterschutz, wenn das Wetter jetzt überraschend ein bisschen schlechter werden sollte. So, bezüglich Wetterschutz bin ich noch am Überlegen. Ich glaube, da packe ich noch ein bisschen was dazu, aber das zeige ich euch dann gleich im Detail. Nur, dass ihr mal sehen könnt, ne, was das ist. Das ist einfach eine Umhängetasche. Man kann sie theoretisch auch so tragen. Wenn man das dann möchte, kann man sie auch so tragen. Es ist eine Umhängetasche. Ne? Man kennt Umhängetaschen. Das Ding ist längenverstellbar mit diesen sehr schönen Lederriemen. Wie man eine Umhängetasche trägt, muss ich niemandem erzählen. Ne? So, und jetzt, bevor ich euch das Ding im Detail zeige und ein bisschen weiteres dazu erzähle, ne? Ihr kennt mich, ich erzähle immer noch mehr dazu, ne? Machen wir sie kurz auf. Das geht nicht super schnell, aber super solide und schön wie vor gefühlten 100 Jahren. Und dann hat man hier drin vier Fächlein, vier Komponenten, Trennteile, wo man dann halt eben entsprechend den Inhalt schön vorsortieren kann. Also sehr taktisch. Es ist auch eine Militärtasche, eine französische Munitionstasche vermutlich. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja. Und was ich jetzt aus der Tasche als allererstes brauche, ich spaß es halber einen Hering, damit dieses Ding nicht wegfliegt. Und dieses Ding, weil ich möchte mich gerne hinhocken und habe jetzt gedacht, weil es so schön klein und leicht ist und super in die Tasche passt, nehme ich in dieser Tasche einfach meine Gear-Top-Zeltunterlage mit, beziehungsweise Schlafsackunterlage, je nachdem, ne, was man halt drauflegen möchte. Und mit der habe ich dann zumindest mal immer eine schöne Sitzgelegenheit oder ein sehr provisorisches Regenschelter, wobei ich glaube, da nehme ich noch zusätzlich so eine wiederverwertbare Rettungsdecke mit, die man auch schön als Regenschelter verwenden kann. Wie ihr seht, man kann die Tasche auch prima so für mal eben schnell was rausnehmen, gerade dann wieder zumachen, kurz weiterlaufen, dann wieder mal eben schnell was rausnehmen, wunderbar gebrauchen. Es wäre auch so eine schöne Exkursionstasche, wenn man dann irgendwie exkursionstechnisch Materialien dabei hat, die man vorzeigen möchte. Mir macht das Teil in Heidenspaß, mir gefällt sie optisch wahnsinnig gut und jetzt gucken wir uns im Detail mal ein bisschen an. So, jetzt, das hier eben ist jetzt besagte Tasche. Die müsst ihr euch jetzt aus dieser Perspektive angucken. Die hat jetzt hier einen solchen schönen ledernen Schultergurt. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Die Qualität variiert natürlich. Das ist eine selbstverständlich gebrauchte Ware. Und wie gesagt, eine französische Munitionstasche heißt das Ding, glaube ich. Kann ich mir auch gut vorstellen. Da kann man sich hier irgendwelche Brandzeichen oder was das sein soll. Ein G jedenfalls, wahrscheinlich für Gandalf. Jedenfalls ist das Leder auf jeden Fall alt und das erste, was ich gemacht habe, und das hat eine ganze Weile gedauert, ist die komplette Tasche erstmal von oben bis unten eingewachst. Also die Lederteile, ne, mit pflegendem Bienenwachs, Creme, Zeug zur Lederpflege, einfach damit mir das natürlich auch mal nass werden kann, ohne dass das Leder dann noch mehr Schaden nimmt, beziehungsweise noch mehr Schaden, also viel Schaden hat es nicht genommen. Es hat sich sehr gut gehalten, wenn man bedenkt, wie alt diese Tasche möglicherweise sein könnte, und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die echt ordentlich Jahre auf dem Buckel hat und dafür ist das Leder wirklich tippitoppi in Ordnung. Ich bin mir sicher, wenn man das einigermaßen regelmäßig pflegt und vielleicht auch mal ein bisschen
einfettet und nicht immer nur wächst. Fett oder gegebenenfalls Öl dringt ja dann teilweise noch mal ein bisschen tiefer ein, macht das Leder noch geschmeidiger und wäre auch auf jeden Fall eine Alternative, auch wenn ich jetzt der Meinung war, ich wachse erstmal, das sieht meistens dann noch ein bisschen schöner aus, macht das Leder nicht ganz so dunkel. Also der Gurt sicherlich sehr, sehr schön. Ich finde den wirklich optisch. Die Optik ist mir schon wichtig, weil ich diese Tasche wirklich extrem hübsch finde und in diesem Zusammenhang möchte ich dann schon gerne auch einfach ein optisch ansprechendes Waldtäschlein haben. Im Grunde ist es ja immer egal mit der lieben Optik, aber hier interessiert es mich schon. Machen wir das Ding jetzt mal auf, ne? Schnallen kann ich euch gleich mal als erstes zeigen. Die Schnallen sind natürlich so, dass man hier einfach, wie bei einer normalen Gürtelschnalle auch, hier dann eben entsprechend ein Loch hat und dann kann man das hier hinten schön durchziehen. Und dann kann man das schön nach unten klappen und dann sitzt das also wirklich bombensicher und sehr schön und da steht auch nichts ab und nichts nervt. Das ist mir persönlich schon durchaus sehr wichtig und ich finde das wirklich ganz toll gelöst. Schön wie Anno dazu mal. Hier oben ist noch so ein Rolldingelchen, das kann man drehen, das heißt, das dreht sich schön mit, wenn man dann die Lasche rauszieht. Allererste Sahne verarbeitet die Laschen und hier mit enorm dickem Zwirn entsprechend befestigt. So, dann hier, das müsst ihr jetzt nochmal zur Kenntnis nehmen, habe ich mal die Innenseite auch nochmal wunderbar, also was heißt wunderbar, so gut ich das halt eben konnte, aufpoliert und finde die auch wirklich super schön mit diesem rötlichen Leder. Ganz, ganz, ganz was Hübsches. Der Lappen hat ein bisschen gelitten, der da auch. Die brauchen vielleicht nochmal ein bisschen intensiv Pflege, da kann man es ein wenig sehen, hier kann man es auch ein wenig sehen, aber im Großen und Ganzen auch von außen sind die schon noch in Ordnung, ne? Ist nicht so, dass die jetzt kaputt wären oder sonst was. Tasche kostet übrigens 15 Euro und wo man die herkommt, bekommt, sage ich euch nachher dann auch gerne noch. So, und ja, verarbeitungstechnisch, eben wie gesagt, alles qualitativ ganz, ganz toll. Zoomen wir da spaßeshalber einfach mal rein, dann könnt ihr hier jetzt ein bisschen die Nähte erahnen. Das Material selber zeigt wirklich ganz, 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 ganz wenig Gebrauchsspuren. Die ist natürlich gebraucht, aber oft wurde die jetzt nicht verwendet. Die lag bestimmt Jahrzehnte jetzt in irgendeinem Lager rum. Hier hat so ein paar kleine winzige Runzelchen im Leder. Also das ist überhaupt nicht der Rede wert. Ich habe jetzt keine Stelle gefunden, wo das Leder nicht wirklich sehr, 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 sehr in Ordnung wäre. Die Nähte sind alle tippitoppi, wirklich super ausgeführt. Wenn das Teil so alt ist, wie ich denke, dann ist das sowieso Handarbeit. Maschinell wird das garantiert nicht gefertigt worden sein. Ja. Und. Also mit einer Nähmaschine natürlich, mit einer besonders starken oder irgendwie sowas. Zum Material generell, das kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Es handelt sich um Leder, auf das Segeltuch aufgesetzt ist. An manchen Stellen halt dann eben auch nur Leder, aber nirgendwo nur Segeltuch. Also alles, was von außen in diesem Grün erscheint, diesem grünen Segeltüchlein, ist innen dann auch nochmal entsprechend mit Leder besetzt. Das heißt, wenn man das Leder schön einwachst und das Außenmaterial vielleicht auch nochmal einwachst, habe ich auf der Unterseite getan, optisch erkennt man kaum einen Unterschied, aber ich hatte einfach keinen Bock jetzt noch ewig lang an der Tasche rumzutüfteln und die ewig lang zu pflegen, weil ich da schon 2 Stunden am Einwachsen gewesen bin. Demzufolge habe ich dann erstmal bei der Unterseite es bewenden lassen, aber der Rest werde ich mir auch noch entsprechend mit Wachs ein wenig imprägnieren, damit das Ding dann auch schön wasserdicht ist, falls man mal in einen Regenschauer kommt oder zumindest sehr, 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 sehr wasserresistent. Ja, Klappdingens haben wir euch gezeigt. Die Rückseite könnte noch interessant sein. Da gibt es nämlich eben auch Gürtelschlaufen. Da passt, denke ich, so ziemlich jeder erdenkliche Gürtel durch. Die sind sehr, sehr, sehr breit. Geht ein kurzer, geht ein dicker. Der BW-Koppel passt durch. Habe ich getestet und alles Vergleichbare müsste demzufolge auch gehen. Auch die natürlich wieder tadellos verarbeitet. Dieses Segeltuchmaterial sehr, sehr dick. Fühlt sich unzerstörbar an, ist es vermutlich auch. Und
Fühlt sich aber nicht unangenehm an. Fühlt sich wirklich, ja, also mir gefällt's. Teilweise quietscht das Leder so ein ganz kleines bisschen, wenn man mit der Tasche herumhantiert. Die ist halt eben nun mal alt. Vielleicht gibt sich das noch, beziehungsweise man könnte noch ein bisschen nachölen. Ich habe diese Messingknöpfe, die sitzen an verschiedenen Stellen, ne? Nicht nur hier. Zum Teil auch noch ein bisschen sauber machen müssen, weil sie halt so ein bisschen grünlich verfärbt waren, aber beziehungsweise da so eine grünliche Ablagerung drauf war, die kannst du aber einfach wegkratzen und dann sind die wieder soweit in Ordnung. Ja, dann zum Innenleben. Das ist halt eben in vier Fächlein unterteilt. Die kriegt man sehr gut ausgepackt, wenn man da entsprechend ein klein wenig Gewalt anwendet, beziehungsweise ein bisschen Kraft. Das tut der Tasche mit Sicherheit überhaupt nicht weh. Und dann passt da erstaunlich viel Zeug rein. Die ist hier jetzt auch definitiv nicht voll. Was da noch drin war, war natürlich die Sitzunterlage, auf der ich jetzt hocke. Dafür ist jetzt das dazugehörige Säckchen wieder drin. Und ich wollte euch einfach jetzt mal kurz zeigen, was ich da drin habe, weil das ja quasi, ne, als meine mal eben raus in den Waldtasche konzipiert sein soll. So, ich habe da erstmal noch ein bisschen Bandmaterial, falls ich mir ein kleines Mini-Lagerchen bauen möchte, also einfach einen Unterschlupf vorm Regen. Da habe ich dann nochmal entsprechendes Bandmaterial und ich glaube in der Tasche war es das auch schon, aber ich denke wirklich intensiv drüber nach, ob ich mir hier nicht noch zusätzlich, vom Platz her würde das nämlich passen, eine dicke, wiederverwertbare Rettungsdecke reinsteckt, damit ich mir nochmal effizienter ein Shelter bauen kann. Weil wenn ich das Ding, worauf ich jetzt sitze, als Regendach verwende, dann muss ich halt auf dem Boden hocken und das ist dann auch suboptimal. Also wäre noch eine zusätzliche Plane für den Zweck vielleicht ganz gut, dass man einfach auch bei schlechtem Wetter sagen kann, man schnappt sich die Tasche, geht raus, macht sich Kleinigkeit zum Hampfen. Großartig fand ich, und da war ich wirklich positiv überrascht, dass in diese Tasche sogar meine 500 Liter US-Pilotenflasche 500 Milliliter selbstverständlich, reinpasst. Der Nachteil bei dem Teil ist, man kann da wirklich mehr oder weniger nur Wasser reinfüllen, alles andere, das zuckerhaltig ist oder süßstoffhaltig oder sonst irgendwas haltig, verklebt, glaube ich, früher oder später die Flasche. Ob es jetzt Mineralwasser mit Kohlensäure ist, das wäre, glaube ich, wohl noch relativ egal. Aber ob das der Deckel so hundertprozentig dicht hält, das weiß ich dann auch wieder nicht. Deswegen mache ich da einfach immer Hahnenburger Wasser rein. Hahnenburger, habe ich gelernt, ist Leitungswasser. Das gute Hahnenburger. Finde ich aber großartig, dass in diesem kleinen Täschchen auch noch ein Schluck zu trinken Platz hat, wenn man sich halt eben unterwegs dann für seinen kleinsten Waldaufenthalt, dass man einfach was hat zum Kehle anfeuchten, weil es trinken tun wir sowieso alle zu wenig. Und dann war es mir einfach wichtig, dass ich dann da noch ein bisschen Platz habe, einfach für eine Kleinigkeit zu trinken mitnehmen. Wer diese Flasche haben möchte, die gibt es unter anderem auch da, wo es diese Tasche gibt. Kommen wir nachher noch zu. Ansonsten, es steht auch in der Videobeschreibung. Ich mache ja normalerweise eben ungern Werbung, zu der ich aufgefordert werde. Ist in diesem Fall jetzt auch wieder so, dass ich hier keine Werbung mache, zu der ich aufgefordert werde. Ich habe mir das Teil gekauft. Ich fand den Service vom entsprechenden Geschäft gut. Und ich erzähle euch das Ganze jetzt, falls ihr vielleicht jetzt sagt, oh, das sieht cool aus, so ein Ding will ich auch haben. Und bin halt auch wirklich sehr von diesen Flaschen überzeugt, weil die halt wirklich doch sehr klein und kompakt sind. Und meiner Meinung nach einfacher zu verstauen als eine klassische 0,5 Liter PET-Flasche zum Beispiel. Eine 0,5 Liter PET-Flasche passt hier zum Beispiel nicht rein, weil sie zu hoch ist. Das Ding passt rein. Und zwar wirklich wunderbar und die Tasche geht noch hervorragend zu. Und ein bisschen Platz ist im entsprechenden Fach, wo die drin gewesen ist, auch noch. Ne? Und sie passt da dann auch spielend wieder rein. Man kann sie also schnell rausnehmen, einen Schluck trinken und wieder reinstecken und gut ist. Also auch wenn man ein kleines bisschen wandern gehen möchte mit dem Täschlein, ist das auch kein Problem. Es hat natürlich ein gewisses Gewicht mit eben dem Wasser, was ich da jetzt noch mit drin rumschleppe. Wiegt nicht nichts, ist aber selbstverständlich nicht schwer. Ne? Ist auch klar. So, hier in der Mitte befindet sich so ein interessanter Bereich, in dem zwei solche Trennteile direkt nebeneinander liegen. Und ich finde den super, um da zum Beispiel irgendwelche dünnen Dinge reinzustecken. Ein Taschenmesserchen, eine Taschenlampe würde da sicher auch noch gut reinpassen. Irgendein Fire-Stil, irgend sowas in der Richtung, Kugelschreiber.
Einziges Manko, schön wäre es natürlich, wenn ich hier noch mein Waldnotizbuch unterbringen könnte. Das passt da aber tatsächlich nicht rein, weil es ist doch ein bisschen größer formatig und dafür müsste quasi diese mittlere Trenngeschichte draußen sein. Ich hatte überlegt, ob ich mir die raustrenne, damit ich einfach ein paar größer formatige Teile in die Mitte stopfen kann und dann noch so zwei lustige kleine Seitenfächer am Rand habe. Das ist sicherlich eine Option. Mit Sicherheit ist das eine Option und ich denke da auch noch drüber nach. Vorläufig finde ich es aber so ehrlich gesagt auch ganz schön und mein Waldnotizbuch stecke ich mir sowieso gerne in die Hosentasche. Ne? Also ich nehme das Wasser jetzt mal schnell wieder raus, damit wir gesehen haben, was drin ist. Und diese beiden Fächer sind damit auch schon leer. Babbela. So, was ich dann noch gerne im Wald machen möchte, außer ein bisschen rumhocken und ein bisschen schnitzen, ist halt irgendwas trinken. Hier habe ich zum Beispiel so einen Track and Eat. Ich glaube, das ist ein Orangentee. Man hätte sich natürlich auch ein bisschen Krümeltee abfüllen können. Selbstverständlich kann man auch einen Teebeutel mitnehmen. Wer gerne Kaffee mag, kann sich natürlich einen Instant-Kaffee mitnehmen oder was auch immer. Das ist natürlich immer jedem selbst überlassen. Und ich habe von diesen Teilen hier jetzt zum Beispiel gerade noch einen ganzen Haufen rumfliegen. Will die irgendwann verbrauchen, die werden nicht besser. Mindesthaltbarkeitsdatum ist sowieso schon erreicht. Und irgendwann krümelt es halt ein bisschen zusammen. Das ist dann immer noch nicht verdorben, aber schmeckt halt wirklich nicht besser im Laufe der Zeit. Und deswegen verbrauche ich die jetzt so nach und nach. Habe ich jetzt halt einfach einen dabei. Das sind Topfaufsätze für den Trangia. Das hier ist ein Trangia. Alles im gleichen Fach. Ne? Kennt man den guten Trangia. Das gute alte klassische Teil. Ich hatte eine Weile überlegt, ob ich da wirklich einen Trangia reinmachen soll, weil ich habe nur den einen. Noch. Ich möchte mir aber gerne noch ein großes Trangia-Kochset zulegen. Also den richtigen Trangia-Sturmkocher. Das ist ja eigentlich nur das Brennerelement, das zwar von der Bushcraft-Szene sehr gerne solo verwendet wird, aber nie dafür konzipiert war, sondern das sollte ja in dem eigentlichen großen Trangia-Sturmkocher-Set verwendet werden, wo übrigens Wasser auch extrem viel schneller kocht auf dem Trangia, als man das erreichen kann, wenn man den einfach nur so in die Landschaft stellt. Aber das ist ein anderes Thema. Das jedenfalls ist mein Kochsetup, das ich hier drin dabei habe. Dann habe ich einen Löffel, weil viele meiner bisherigen Lösungen, mal eben schnell ein kleines bisschen Kochzubehör mit in den Wald rauszunehmen, haben keinen Löffel beinhaltet. Und dann musste ich mir jedes Mal einen Stock schnitzen. Und ja, im Grunde ist das nicht schlimm, aber auf die Dauer nervt es dann doch. Und dann ist es schon schön, wenn man einfach einen verflixten Löffel in irgendeiner Form oder beziehungsweise einen Göffel oder einen Spork oder was auch immer entsprechend dabei hat. Das hier ist der Deckel zur entsprechenden Tasse, die gleichzeitig mein Topf ist. Und das hier ist die Tasse, die gleichzeitig mein Topf ist. Und da passt hervorragend rein eine Dose Ravioli. Ne? Leider schmecken mir die Teile von Maggi sehr gut und die sind von Nestle. Böses Unternehmen. Ja, also ohne Nestle auskommen, oh, irgendwann schaffe ich es vielleicht. Wenn ich mal rausfinde, wo man Mini-Ravioli-Dosen dieses Formats, das exakt in eine Tasse passt, in eine solche, noch kaufen kann, außer bei Maggi bzw. Nestle, dann lasst es mich gerne wissen. Da freue ich mich. Und was da noch drin war, war wahlweise ein Taschentuch. In meinem Fall ist es jetzt ein Desinfektionstüchlein. Einfach damit die Dose in der Tasse nicht so klappert. Weil ohne das Ding ist ein Unterschied, gell? Ja. So. Und das war es auch schon im vorletzten Fach. Und im letzten Fach habe ich dann noch, vergessen, wollte ich mir eigentlich noch reinmachen. Jedenfalls einmal das Spiritusfläschchen. Inzwischen habe ich auch ein richtiges Spiritusfläschchen, wo auch draufsteht Rötsprit, Müket, Bronfolik, Giftig. Ne? Also lauter Worte, die darauf hinweisen, dass man das vielleicht nicht unbedingt trinken sollte. Das ist so die schwedische Spiritusflasche vom schwedischen Armeekochset, das heutzutage saumäßig schwierig noch zu kriegen ist als komplettes Set. Die sind fast überall entsprechend inzwischen ausverkauft. Macht aber nichts, was es noch gibt, sind solche Flaschen. Hier gibt es auch sogar noch in Gebraucht. Dann kosten sie, weiß ich nicht, 1 Euro oder irgendwas. Die hier ist einigermaßen neuwertig, um nicht zu sagen sogar ganz neuwertig.
und hat hier extra so drei Krönchen drauf. Das ist tatsächlich eine gute Spiritusflasche. Braucht man sowas? Ja, sicherlich nicht unbedingt, aber nachdem ich jedes Mal angemeckert werde, weil ich Spiritus in einer PET-Flasche transportiere, habe ich mir jetzt halt in Gottes Namen jetzt mal dieses kleine Fläschchen hier zugelegt. Außerdem passt die in die Tasche. Eine PET-Flasche, 0,5 Liter, halt wieder nicht. Ne? Und das ist auch schon der springende Punkt bei der Sache quasi. Ne? So, und dann habe ich hier jetzt noch drin, eigentlich sollten noch ein paar Pflaster da sein, sind es aber nicht, ein paar Desinfektionstüchlein und zwei BW-Verbandspäckchen. Ich mag BW-Verbandspäckchen. Ja, ja, Erste-Hilfe-Zubehör, da kann man sich wunderbar drüber streiten, aber einfach, dass ich ein bisschen was da habe. Falls auch was ist, was man wirklich verbinden muss, für irgendwelchen Kleinscheiß, den ich überhaupt nicht verbinden muss, brauche ich auch nicht unbedingt zwingend was dabei haben. Meine Philosophie, ich weiß, da wurde ich schon oft angenörgelt, das musst du so und so und so machen. Das ist selbstverständlich in Ordnung, wenn ihr das so machen wollt, aber ich mache das so, wie ich das für richtig halte und deswegen habe ich lieber nur was in Anführungszeichen dabei für größere Verletzungen, die man dann auch wirklich verbinden muss. Und ich persönlich habe einfach das Gefühl, dass man mit diesem BW-Verbandspäckchen am allerbesten so einen richtig heftigen Druckverband hinbekommt. Und das ist so der Hauptgrund, weshalb ich die so gerne mag. Außerdem sind sie grün, schön verpackt irgendwie. Und Sterilität, ja, da kann man sich streiten. Ne? Da kann man sich wirklich streiten. Aber es ist ja auch nur zum kurz abdecken. Für was Größeres und dann zum Arzt und dann kommt sowieso runter. Klar ist da Sterilität was Schönes, aber Keim, sehr, 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 sehr keimarm sind sie trotzdem immer noch, auch wenn sie dann vielleicht nicht 100 Milliarden % steril sein mögen. Aber wie gesagt, da darf man sich gerne streiten. Die sind auch nur für mich. Ich gehe nicht davon aus, dass ich im Wald irgendwo irgendwen finde, den ich jetzt verarzten muss, dass da einfach mal so einer rumliegt. Weil da, wo ich hingehe, ist ja im Regelfall keiner. Ich suche mir extra Plätzchen, an denen ich meine Ruhe habe. Und dementsprechend ist das der Plan. Ja, und das war's auch schon. Mehr ist in der Tasche nicht drin. Jetzt könnt ihr hier, doch, ein Hering ist noch drin. Dann könnt ihr da theoretisch jetzt nochmal unten reingucken. Das bringt euch natürlich nichts, weil ihr nichts seht. Unten der Boden ist das gleiche Leder wie hier. Hinten die Wand ist das gleiche Leder wie hier. Das zu wissen, langt dann hoffentlich Maße der Tasche. Naja, man sieht meine Hände, man sieht die Tasche, alles weitere findet ihr dann da, wo ihr das Ding auch kaufen könnt. Da gibt es die dazugehörige Information. Die Idee des Ganzen ist jetzt folgendes. Ich will einfach ein Täschlein, da steht irgendwo daheim rum und das ist fertig gepackt. Das sollte nach Möglichkeit immer fertig gepackt sein. So, weil, wenn ich spontan das Gefühl habe, jetzt könntest du eigentlich mal in den Wald gehen, eventuell noch irgendeine Kleinigkeit zu irgendeinem Video erzählen, schnappst dir deine Kamera und dein Stativ und oh nö, noch mehr Zeug, nehme ich am besten gar nicht erst mit, es ist immer so viel Aufwand, bis man dann also seinen ganzen Graffel da zusammengesucht hat, dann macht man das aus dem Rucksack raus, dann macht man jenes rein und so weiter und so fort. Und das nervt mich einfach tierisch. Ich packe ja eigentlich ganz gerne meinen Kram zusammen, aber das mache ich inzwischen so oft, dass da einfach enorm viel Zeit verloren geht und dann hat man doch mal eine Kleinigkeit vergessen. Und deswegen ist einfach das Konzept und die Idee, dass ich mir einfach diese kleine Tasche so bevorrate, dass ich die auch immer parat mache, wenn ich was verbraucht habe. Habe ich zum Beispiel die Dose Ravioli gegessen, dann besorge ich mir gleich eine neue. Habe ich natürlich auf Vorrat, beziehungsweise tausche die sofort aus. Wenn die Tasse dreckig ist, wird die Tasse dann schnell beim Nachhausekommen ganz schnell ein bisschen durchgespült und dann wird er schnell wieder verstaut und das ist eine Angelegenheit von vielleicht 3 Minuten, dieses Set entsprechend wieder parat zu machen, dass es einsatzbereit ist und ich dann beim nächsten Mal wieder in den Wald rennen kann und eine Sitzgelegenheit habe, einen potenziellen Regenschutz habe, den ich mir halt eben gesagt noch reinmache. Ja, achso, ich habe vergessen euch zu erzählen, auf der Unterseite hat es hier jeweils noch 2D-Ringe. Man könnte sich also unten zum Beispiel noch ein Poncho dran binden. Das würde sich ja auf jeden Fall auch noch anbieten. Oder ein Tarp, sogar ein leichteres, ne? Einfach so zum Thema Regenschutz. Vielleicht mache ich das auch so, ich bin noch am Überlegen. Wäre natürlich auch nochmal cool. Aber das Ding soll schon noch ein bisschen tragbar bleiben. Ne? Also meine Intention wäre schon, dass das einigermaßen ein leichtes Täschlein bleibt. Und da dann natürlich auch noch was zu trinken drin ist, ne? Und der Korra und Dos Ravioli und bla bla blub und so weiter und so fort, dann wird das relativ schnell schon ein bisschen schwer. Und die Tasche selber, Leergewicht, na sicherlich auch ein halbes Kilo fast schon. Ne? Das ist einfach so robustes, schönes Material mit dem Leder. Kein einziges Teil Plastik ist vorhanden, besteht nur aus diesen lustigen Messing
Knöpfen, entsprechende D-Ringe aus irgendeinem Metall, Leder, Segeltuch, Zwirn, fertig. Tipptopp Sache. Dadurch, dass das Ding hier auch gebraucht ist, hat man auch noch meiner Meinung nach das hervorragende Gefühl, was unglaublich Nachhaltiges gekauft zu haben, so produkttechnisch. Selbst wenn das damals unter miserablen Bedingungen gebaut wurde, es ist noch tipptopp in Ordnung und ich kann damit jetzt noch 30, 40, 50, 60 Jahre im Wald rumrennen, wenn es gut läuft. Deswegen nachhaltiger geht's kaum noch. Ich finde diese Tasche unglaublich lustig, hab da mordsmäßig meinen Spaß dran. Es macht mir auch richtig Spaß, die aufzupimpen. Kostet 15 Euro, kostet so 2 bis 3 Stündchen Zeit, bis man sie schön gepflegt hat und schön in einem tollen Zustand, mit dem man dann gerne hantiert. Und ob man die jetzt optisch mag oder nicht, das muss man selber wissen. Ist, denke ich, immer noch so ein gewisser Glücksspielfaktor bei so gebrauchten Militärprodukten natürlich immer dabei, in welchem Zustand man die bekommt. Vielleicht hat man einen Dusel und es gibt eine ganz, ganz tolle. Vielleicht hat man Pech und diese ist halt wirklich ein bisschen mehr ramponiert. Ich denke aber, 15 Euro ist das Lotto dann fast schon so ein bisschen wert. Und ganz großer Mist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das entsprechend sein wird. So, ich mache mehr Topf-Ravioli. Wer nicht schon 28.000 Töpfe Ravioli zubereitet hat, kann natürlich noch ein bisschen mehr Material wegschieben, damit die Feuerstelle auch ja super, super sicher ist, aber das ist sie auch jetzt schon. Das Schöne bei so einem Trangia ist, dass der umkippt, ist nahezu unmöglich mit der Tasse drauf. Da kann der Becher runterfallen, da kann sonst wie irgendwas runterfallen. Dass der ganze Trangia umkippt, da müsste man schon hingehen und diesen hier machen. Und selbst dann kippt er nicht, sondern schwappt nur einen kleinen Teil seines Inhalts raus. Je nachdem, wie viel drin ist, wäre vielleicht sogar gar nichts rausgekommen. Es ist also wirklich ein unglaublich sicherer Brenner einfach für die Waldbrandverursachen-Fraktion. Und selbstverständlich mache ich nur dann Feuer, wenn keine Waldbrandgefahr herrscht, keine nennenswert akute. Und das ist auch jetzt gerade der Fall. Also nicht der Fall. Also heißt, es ist gerade harmlos. So. Da ist der Feuerstiel. Das machen wir vielleicht kurz zur Seite. Ja. Und aufpassen, dass man sich nicht wehtut. Zack. Brennt. Das machen wir wieder drauf. Testlein hinterher. Töpfchen Ravioli. Ich mag das Zeug. Das ist die Hauptsache. Blub. Na. Währenddessen siffe ich meinen Feuerstiel voll. Toll. Ah. Der Haken ist, diese Tasse ist natürlich volumentechnisch ein bisschen knapp bemessen. wo habe ich den Löffel? Ja, also wie gesagt, Topfvolumen bzw. Tassenvolumen, das wäre vielleicht größer, etwas einfacher mein Leben. Umrühren gestaltet sich ein ganz kleines bisschen schwierig. Aber das macht ja nichts. Die schmecken auch halb kalt ganz gut. Und dann kann man sich 2, 3 runter essen und dann klappt das auch. Vielleicht nehme ich irgendwann in Zukunft dann mal doch noch eine größere Tasse mit. Denn Raum für eine größere Tasse wäre potenziell schon gegeben. Ja, jedenfalls während ich hier mein Töpflein warm mache, das wirklich ein bisschen klein ist, habe auch leider eine Ravioli verloren, weil mich eine Mücke stechen wollte und in dem Moment habe ich selbstverständlich versucht, die Mücke zu erschlagen und das war eine zu ruckartige Bewegung, ist jetzt gerade nicht auf der Kamera. Wie dem auch sei, was ich noch kurz sagen wollte, eben wo kriegt man jetzt diese Tasche her, hatte ich ja gesagt, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, und zwar bei Military Basics, das ist so ein kleiner Online-Shop, wo man vor allen Dingen, habe ich zumindest den Eindruck und für mich vor allen Dingen interessant, gebrauchte Militärausrüstung kriegen kann. So ziemlich alles, was man da gerne haben möchte, gibt es da entsprechend auch und noch ein paar nicht gebrauchte Dinge und ein paar Nachbauten, wo halt Originale ums Verrecken nicht mehr zu bekommen sind. Da Originale nach wie vor immer noch
nur noch schwierig zu haben sind. Also manche Sachen gehen wir ja wieder mal ganz gut zwischendurch, andere Sachen sind dann wieder gar nicht zu kriegen und irgendwann taucht vielleicht nochmal irgendwo noch eine Kiste auf, wo man dann wieder was haben kann und so weiter und so fort. Jedenfalls von vielen schönen Dingen, vielen schönen Originaldingen scheint dann noch die eine oder andere Kiste bei Military Basics rumzustehen, zu sehr, sehr, sehr vernünftigen Preisen, sehr vernünftigen Versandkosten. Und das Schöne ist, man kauft das dann halt eben nicht bei Arschlochunternehmen Amazon, sondern bei irgend so einem ganz kleinen Shop, wo eine Person namentlich dahinter steht. Weiß ich gerade nicht auswendig, bitte um Entschuldigung. Ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Ich schreibe es euch aber gerne unten hin. Und da hat man dann auch einen super Ansprechpartner, falls mal irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Produkten sein sollen. Und wie gesagt, mir wurde der Shop auch empfohlen aus einer durchaus verlässlichen Quelle. Und dementsprechend gehe ich da schwer von aus, dass da meine Erfahrung positiver Art kein Einzelfall gewesen sein wird und man da wirklich sehr, sehr gut seine gebrauchte Militärausrüstung kaufen kann, wenn man das dann gerne möchte. Haben noch zwei, drei andere lustige Dinge bestellt gehabt. Zum Beispiel noch eine andere Elefantenhaut, eine zweite. Ne? Da kann man immer nie genug von haben. Essen fertig. Ich stelle fest, ich sollte noch reinschmeißen und vielleicht für den geneigten Zuhörer auch ganz interessant, da auch drüber nachzudenken, ob man das nicht eventuell auch braucht. Noch irgendwelche Tüchlein, am besten biologisch abbaubarer Art. Habt ihr so welche? Zeige ich euch nächstes Mal. Mit denen man nach der Mahlzeit der Kleinen sein Tesslein zumindest ein bisschen sauber machen kann. Hat jetzt auch außen ordentlich alles zugetult. Wäre das doch sicherlich eine sinnvolle Anschaffung. Ja, und das war's von meiner Seite. Meine Kleine mal eben spontan in den Wald. Kleinigkeit köcheln, kurz ein bisschen rumhocken. Und hinterher, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen was schnitzen, ein bisschen über das Leben nachdenken und dann wieder nach Hause gehen. Keine große Wanderung, einfach nur mal kurz raus, ein Stündchen oder sowas. Das ist so das Anwendungsspektrum bei einer kleinen Waldtasche. Ne? Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.